Grüß Gott, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir sind jetzt hier vom Autohaus Fritz in Pfullendorf und das Autohaus Fritz ist also prädestiniert für Minis und für BMW und ich kann euch nur mal empfehlen, schaut euch mal dieses schöne Autohaus hier an, wenn ihr in Pfullendorf sind oder wenn ihr euch mal um ein Auto kümmern möchtet oder euch ein neues Auto beschaffen möchtet. Ich möchte euch jetzt einmal noch ein bisschen was über den Mini zeigen und erklären, den wir in Aussicht haben, den wir uns kaufen wollen. Und da sehen wir jetzt hier, steht unser schöner Mini. Bei Mini ist ein, was mir ein bisschen aufgestoßen hat, ich wollte ihn eigentlich in kompletter schwarzer Farbe. Das ist aber ein Aufpreis und kostet bei Mini dann wieder etwa 700 Euro Aufpreis. Und das habe ich dann nachher letztendlich so nicht angenommen, sondern ich habe es dann jetzt mit diesem schönen metallig-grauen Ton genommen. Der Mini hat natürlich eine ganz tolle Innenausstattung. Er hat eine Ausstattung, die nostalgisch ist einfach. Man muss Mini einfach lieben. Man muss das einfach erkennen, dass wir hier Dinge haben, die einfach anders sind wie andere Autos. Was man dazu sagen muss, Mini ist natürlich ein Produkt von BMW und darum ist immer BMW und Mini auch immer zusammen. Und der Mini hat, was mir ganz gut gefällt, das ist eigentlich diese Handbremsengeschichte. Die Handbremse hier, die ist so gerichtet, dass man ja keine manuelle Handbremse mehr hat. Man drückt auf die Handbremse, sie löst sich oder man zieht sie und dann ist sie arretiert. Das ist eine schöne Sache am Berganfahrt. Also wenn wir eine Berganfahrt machen, dann brauchen wir quasi nicht groß mit den Handbremsen hebeln, sondern es geht ganz einfach loszufahren und die Handbremse löst sich selber. Also das ist eine tolle Sache. Wir haben hier dann praktisch der Schlüssel ist die Vergangenheit. In der Schlüssel wird ersetzt einfach nur durch ein Start-Stopp-Teil. Was mich viel Wert gelegt hat, ist diese Geschichte hier noch einmal. Das ist die Auffahrt. Begrenzung auf der Autobahn, weil ich halt auch schon mit Punkten gesät war. Sehr schön natürlich diese Station am Lenkrad, dass man den ganzen Radio betätigen kann und vor allem, was ich dann ganz wichtig finde, ist ganz einfach diese Tempomat. Und der Tempomat ist für mich eigentlich auf der Baustelle mit den vielen Kilometern, wo wir fahren, ist es für mich eine ganz wichtige Angelegenheit, diesen Mini dann letztendlich auch auf den Tempomat zu stellen. Wir gehen mal, machen mal einen kleinen Umlauf. Er ist ein Mini, der natürlich 5 Türen hat. Was heißt, der Mini hat ja sogar 6 Türen. Wir haben uns hier von Clubman entschieden. Der Clubman selber ist ein Produkt, das eigentlich gerade für solche Firmen gemacht worden sind, wie das Baufachforum. Wir müssen ja hinten unsere Geräte reinmachen, wir müssen unsere Sachverständigenteile reinmachen. Also haben wir uns hier für den Clubman entschieden. Schön ist auch hier, dass wir eine Öffnung haben von der Heckklappe. Das heißt, wenn wir die Heckklappe betätigen, geht diese Klappe selber auf. Also das ist für uns eine ganz tolle Sache, wo man sich dran gewöhnen muss. Bei uns sind natürlich die Türen immer rechtsgängig. Bei Mini ist es natürlich so, dass die linksgängig sind. Und wenn man dann das Ganze öffnet, habe ich eigentlich speziell das so gewählt, dass wir hinten einen kompletten offenen Raum haben mit Flügeltüren und dass wir hier dann unsere Baufachgeräte einbringen können. Schön auch überall sind hier diese Halterungen angebracht. Es sind auch hier wieder Halterungen da, wo man etwas befestigen kann. Auch hier im unteren Bereich sind Halterungen da. Also es sind hier so viele Teile und Details da, die man wirklich da ist noch einmal eine Ladestation, also ist noch einmal eine Station. Da haben wir hinten natürlich das Licht mit drinnen. Auch da oben seht ihr wieder diese ganzen
diese ganzen Halterungen. Und das ist für mich natürlich eine ganz wichtige Situation, dass ich hier eigentlich ja auch mal was verzorren kann, weil wir ja immer mal wieder auch etwas laden müssen. Das Gleiche sehen wir jetzt auch hier im hinteren Bereich. Schön natürlich auch, dass in diesem Mini hier eine extra für den hinteren Bereich eine extra Schaltung da ist für die auch hier wieder, seht ihr, wieder eine Ansteckmöglichkeit für irgendwelche Geräte, Leuchten und so weiter. Wir sehen natürlich wunderschön auch diese Gurtgeschichten gemacht. Es ist schön, dass man da im hinteren Bereich auch selber nochmal die Temperatur regeln kann. Wir haben da ein ganz tolles Auto in Aussicht und ich denke, dass wir damit ganz gut sind. Natürlich muss man erkennen, das muss man einfach erkennen, dieser Spiegel ist Nostalgie, da geht kein Weg vorbei. Das ist Nostalgie und das ist einfach Mini, das ist Mini-Life, so wie er dasteht. Und nochmals, auch wenn wir momentan mit Mini irgendwo mit England verbunden sind, und mit Brexit verbunden sind, was soll denn das Ganze? Die Engländer werden nicht vom Markt sein. Und zum anderen ist es ein reines Auto, das letztendlich BMW darstellt. Und BMW, so wie wir das hier im Autohaus Fritz sehen, ist ja letztendlich der Grundsatz vom Mini. Und der Mini wird eigentlich vom BMW hergestellt. Da sind ja ganze BMW-Teile drin. Was ich auch noch sehr mag, das sind die Geschichten, dass wir hier halt unsere Ablagen haben. Mini hat hier sogar, hier passt zum Beispiel der Schlüssel rein, wenn man das anguckt. Das sind Details einfach, die schön sind. Was ich auch mag, da unten sind jetzt nochmals, seht ihr, hier kann man nochmals einen Anschluss machen. Einen Zigarettenanzünderanschluss haben wir hier. Hier haben wir auch noch einen USB-Stick-Anschluss, also wir könnten auch Musik und Videos über einen USB-Stick hier einspielen. Der kommt dann wieder oben in unserem Bordcomputer zu tragen, wo man dann einzelne. Hier sind dann noch die Audio-Ins, wo man Anschlüsse machen kann. Also es ist perfekt eingerichtet. Man muss wirklich hier ein Kompliment machen und es macht richtig Laune, dieses Auto auch zu beschreiben. Es ist eine wunderschöne Geschichte, auch mit diesen Sitzen, auch mit den Sitzverstellungen. Auch wenn man das so sieht jetzt mit der geöffneten Tür, es ist einfach Nostalgie. Es ist hier irgendwo eine Form da. Da sind noch weiche Rundungen da. Da sind Dinge da, die man sonst an unseren hausüblichen Autos einfach nicht findet. Und daher müssen wir sagen, also hier sind wir beim Autohaus Fritz in Pfullendorf sehr gut aufgehoben und da müsst ihr euch auch mal wirklich schön beraten lassen. Herr Fritz ist ein ganz angenehmer Mensch und er macht ganz, ganz tolle Beratungen und drum kann ich euch nur empfehlen, geht mal zum Autohaus Fritz, lasst euch mal beraten und erkundigt euch einfach auch mal über Minis. Minis sind wirklich Autos, die man empfehlen kann. Und ein Mini ist letztendlich ein Auto, das man lieben muss. Und das Autohaus Fritz ist natürlich auch der Mini-Service und vor allem auch BMW-Service. So, ich verbleibe jetzt hier mit dem Abschluss hier mit dem Autohaus Fritz hier in der Hoffnung, dass wir bald unser Auto übernehmen können. Verbleibe ich euer Bauschadensanalytiker Wilfried Berger aus Pfullendorf.